dann können wir hier nicht viel machen. Können wir hier vielleicht... Den Hebel können wir wahrscheinlich nicht ziehen, weil Gizmo was dagegen hat. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein! Mann, no, nie gönnt der uns was. Vielleicht mal was vom Arztschrank. Arztschrank? Arztschrank? Hallo? Hallo? Nee, auch da ist nichts zu holen. Ansonsten, tja, nun, also, wir haben einen Wippvogel. Tja. Ins Rathaus. Tonis Hütte ist ja eh nichts zu tun. Draußen ist auch nichts zu tun. Ich geh nochmal ganz kurz zur Poststation und guck dann nochmal per Leertaste, ob wir was vergessen haben. Eine Ersatzkatzenschublade. Ach Mensch, stimmt ja. Die haben wir schon mal gesehen, glaub. Oh, Ersatzkatze. Oh. Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Ich meine, ach so, ja, ja. Eine für sofort und eine für unterwegs. Haben wir jetzt tatsächlich gerade, haben wir, ich meine, wir haben doch jetzt nicht, das ist doch wohl nicht. Katzen! Ey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Niedliche Katzen! Haben wir nicht neulich erst irgendwo gezeichnet? Nicht mit der Wünschelrute spielen? Ey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Das klappt schon mal nicht. Hey, aufhören! Wenn wir zwei Katzen haben und wir haben oben ein Dach voller Tauben, können wir da nicht vielleicht irgendwie mal ein paar Katzen reinwerfen? Das geht offenbar nicht. Vielleicht kann man dem die ins Gesicht werfen. Damit kennt sich der Kerl. Ach, ja. Mist, wir können die Katzen also nicht auf die Tauben werfen. Das ist leider schade. Was kann man denn mit zwei Katzen noch so anfangen? Tja. Tja. Fehlt nur noch der Hörer. Einen Hörer haben wir nicht. Im Tresorraum ist nur das Funkgerät. Will mal gerade was probieren mit dem Funkgerät, wenn wir hier... Kommen wir beim Bürgermeister noch rein? Ah, da waren wir ja schon lang nicht mehr. Vielleicht gibt's ja hier, gibt's doch hier diesen Fernschreiber. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Hat jemand von euch auch diesen Hinweis zwischen den Zeilen gehört? Können wir das vielleicht, Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Oh, so süß! Können wir der vielleicht jetzt noch... Nee, nicht Narkotikum. Hier ein bisschen Kaffee einkippen. Nein, leider nicht. Gegensprechanlage. Können wir vielleicht Lotti noch einen Gefallen tun? Nächster, bitte! Können wir da auch eine Katze draufsetzen? Nur mal so just for fun. Na, willst du auch mal? Nächster, bitte! Süß! Aber nur eine Taste für vier Pfoten scheint mir doch enorm uneffektiv zu sein. Ach, ist das süß! Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Ach, ich finde das süß. Ich würde die Katze am liebsten das ganze Spiel durch mitnehmen. Nur mal so am Rand erwähnt. Wasseremblem. Jetzt haben wir hier eine Katze, die ganze Zeit irgendwas tippt. Reicht das denn? Und, hat das überhaupt die Auswirkung, die ich vermute, die es haben wird? Ach, schön. Hier, klick, 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 klick. Ach schön, er sieht auch richtig glücklich aus jetzt. Hier aus diesem einen Röhrchen da. Hey, huhu, hallo.
Hm? Ach du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Was ist denn los? Was macht die Arbeit? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendjemand belegt dir ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Der wirkt so genervt, komisch. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Wirst du nicht mal müde? Naja, heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Eine Leitung. Wo haben wir denn noch mehr Leitungen? Wirst du nicht mal müde? Nein. Ach so, das, ja, entschuldige. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also. Ja. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Wo haben wir denn noch einen zweiten Dingensen, Bingensen? Haben wir noch irgendwo einen zweiten Hebelautomat? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern von der letzten Aufnahme, wo wir vielleicht noch überall Ferndingensen haben. Fernfunkgedönse. Ne, ihr wisst schon Bescheid. Hat Tonis Laden vielleicht sowas? Nein, Toni. Haken. Mühle. Kurbel. Stange. Fenster. Kram. Hier hing mal der Käfig von Tonis Welt, aber auch er ist doch... Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Ich musste übrigens erstmal Progerie googeln, ja, und dann war das auch ein bisschen witziger als vorher, als man dann das, den Begriff gar nicht kannte. Also wenn ihr so einen Begriff nicht kennt, ne, also wie ich zum Beispiel, dann googelt doch einfach mal danach, weil Progerie ist nämlich so eine Krankheit wie bei Benjamin Button, nur andersrum halt, wo man schnell altert und Rufus hat den, wenn sie dich mit Progerie infiziert. Wie auch immer er das gemacht hat, ich will das gar nicht wissen. Vielleicht ist Rufus ja erst 3 Jahre alt. Das würde zumindest auch einiges erklären. So, wir gehen jetzt nochmal in die Gasse. Da waren wir schon, aber ich probiere trotzdem mal. Was? Ich versuche mal hier mit Hanek. Vielleicht hat der noch ein paar Infos, weil ich brauche... Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Jetzt kann er sich an den Namen erinnern, das gibt's doch gar nicht. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ja, sowas meine ich, aber das ist schon ein bisschen her. Bis bald. Tschüss, Schnutzibu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir benutzen können? Wir haben ein Sprengsignal und Sprengplan, das haben wir schon. Wir haben nochmal den lustigen Papagei. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Haben wir nicht Gase dabei? Lachgas und einen Wippvogel. Ich probiere erstmal den Wippvogel. Nur so zum Spaß. Der eine labert die ganze Zeit, der andere nickt pausenlos. Ein tolles Pärchen. Ist wie bei uns in der Redaktion. So, dann gucken wir mal, Lachgas, so zufällig mal. Ach. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose, der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Hat der gerade wirklich den Papagei getötet, oder... Ach, betreue, ich dachte, ich war hier gerade eben schon am Entsetzen, so ein bisschen. Oh, süß. Er redet im Schlaf. Ach, süß. Kann man dem vielleicht einen Trichter in den Kopf hauen? Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Ich will die gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Oh, wir haben noch Wachkriegen. Wir haben noch, Hey, du,
Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Papagei in der Tasche und ne... Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Na gut, Papagei. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Tonis letzter Therapeut. Ich muss gleich mal was gucken. Ich wollte hier nach Fernsprechdingern suchen. Der hat doch ein Fernsprechgedingse. Aber wo? Das ist der Hebel, das ist der Feuerlöscher, das ist der Arztschrank, hier ist nochmal Lachgas. Was mit dem Baum da ist, frage ich mich auch. Mit dem können wir, glaube ich, gerade... Können wir eine Katze in den Baum setzen oder ein Papagei vielleicht? Wenn ich sie da hochscheuche, würden alle erwarten, dass ich sie auch wieder runterhole. Das Kreuz eines Helden. Ach, du hast es schon schwer. Können wir den Papagei freilassen, obwohl ich mit dem gern was anderes probieren würde? Nicht doch. Er könnte irgendein Unheil anrichten. Ihn einfach auszusetzen wäre also verschenktes Potenzial. Na gut, können wir vielleicht der lieben Gaul ein Kätzchen schenken, damit sie wieder zu Sinnen kommt? Dafür brauche ich nur mein... Ja, natürlich. Vielleicht, dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen. Natürlich. Feuerlöscher. Der Feuerlöscher. Können wir da vielleicht, Hallo? Feuerlöscher? Offenbar nicht so ganz. Ach, wir können mit dem Feuerlöscher gar nichts anfangen. Na gut. Ja, ich dachte, hier gibt es einen Fernsprecher, aber offenbar habe ich mich da wohl getäuscht. Hier sollte es doch eigentlich einen geben. Dann will ich mal gerade was ausprobieren. Ich weiß... Das klappt bestimmt. Das muss klappen. Das ist so offensichtlich, dass es einfach klappen muss. Guck mal hier. Stange und Papagei. Hey, Toni. Ich habe ein Geschenk für dich. Hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Ach ja. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ha! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ha! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Ja, ach Mensch. Notrufsäule... Wenzels Haus. Ja, können wir jetzt irgendwas damit machen? Mit dem Vogel oder mit Toni oder... Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, hallo, Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Ich fühle mich ein bisschen diskriminiert jetzt, muss ich ja sagen. Hey, du blöder Papagei, wir haben dich ja immerhin verschenkt. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Ah. Alles Lügen! Ich wollte den eigentlich gar nicht mitnehmen. Ich wollte den nur angucken, ursprünglich. Wieso haben wir den jetzt wieder mitgenommen? Nein. Toni übt offenbar einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ah, Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kulis Rollstuhl zerschnitten. Ah. Ja, das war lustig. Oh, ich sag mal gar nichts dazu. Können wir vielleicht ein Kätzchen? Was hast du da? Reicht es dir etwa? Musst du eigentlich dann stirbt? Nennt ihr das kleine, niedliche Kätzchen einfach Müll? Können wir das Kätzchen nicht hier auf die Stange setzen? Toni braucht kein weiteres Abschiedsgeschenk. Ich habe ihr schon meine Skorpionfarm vermacht.
wobei ich den Rahmen behalten habe. Oh, ja, das macht auf jeden Fall Sinn.